Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von RimWorld. Ja, der vulkanische Winter wird uns wohl den Chaos machen. Nein, das darf nicht sein. Die Hydrokulturen, da kann man auch jetzt nicht so wahnsinnig viel anbauen, ne? Und unser Zeug wächst ja. Dauert halt, ne? Wachstumsrate 67%, 68%, 68% gewachsen. Also es wird bald wieder eine Ernte geben. Die Frage ist nur, ob es rechtzeitig ist. So, und wir machen hier mal das Lager natürlich. Das Lager ein bisschen kleiner. Moment. So, nee, Arbeitsgebiet nicht, Lagerzone. Gucke mal, so. Und so vielleicht, ja. Und dann schauen wir mal, ob die unsere ganzen Artilleriegeschosse dann auf diesem kleinen Feldchen lagern werden. Ist auf jeden Fall im Einzugsgebiet der Mörser. Beider Mörser. Man könnte es auch ein bisschen weiter nach da machen. Mhm. Passt schon. Tja, die Frage ist, also wir haben eigentlich ganz gut Strom am Start. Also ob wir so ein paar Hydrokulturen bauen, aber das braucht natürlich auch wieder Bauteile. Jetzt haben wir es wieder ganz gut. 13 Grad, siehste. Da wächst das ganze Zeug wieder. Ach hier, guck mal, die machen sich das dann selber ein bisschen größer. Das finde ich ja schön. Okay. Die passen die Lagerzone an. Sehr gute, intelligente Kolonisten, die wir da am Start haben. Hier wird noch Stahl abgebaut. Guck mal, hier gibt es auch noch Stahl. Kritischer Alarm, schlechte Laune. Das sollten wir uns schon mal anschauen. Mal nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir haben Layton am Start. Der Gefangene wurde verkauft. Na gut, jemand Organe, ja, das ist eben alles nicht so gut, ne? Layton und Gregory ist auch schlecht drauf. Eieieiei, wurde beleidigt. Organe enorm zurückgewiesen von Eirin. Gefangener wurde verkauft. Ja, wie lange hält das an? 6 Tage. Aber die entnommenen Organe nur noch 1 Tag. Dann hoffe ich mal, dass wir das überstehen. Oh. Das war's schon. Ja. Und Zusammenbruch, Verwirrung. Er wird sich jetzt bald nackt ausziehen wahrscheinlich. Ein paar Nahrungsmittel müssen wir uns nochmal besorgen. Ist auch noch Stahl. Guck mal, hier ist auch noch Stahl. Ja, das müssen wir jetzt irgendwie überstehen. Ne? Ich habe daraus gelernt, Organe entnehmen macht unglücklich und die Leute verkaufen auch. Aber dann waren wir ihn los. Ja, haben ein bisschen. Eirin hat aufgehört, sich wie ein Schwein voll zu stopfen. Sehr gut. Aber Layton ist halt noch nicht gut drauf und Snipe, der Gute, hat auch schlechte Laune. Meine Mutter Nora starb. Das ist noch Ewigkeiten, wird das noch vorherrschen. Hier sieht man immer in Echtzeit, wie sein Freiraumgefühl ist. Zumindest hat er gut was gegessen. Gucke mal, angenehme Umgebung. Eieieiei. Trockenes Gewitter. Das ist immer schlecht. Ja, das bringt Feuer, Freunde, wenn wir Pech haben. Brennt uns hier noch die Hütte ab. Jo, da geht's auch schon los. Okay, da darf es brennen. Ist natürlich wieder schlecht für den Lebensraum der Tiere. Eirin jagt.
Das ist ganz gut. Furchtbare Laune. Ja, Freunde, Freunde, Freunde. Starker Vergnügungsmangel. Doch vergnüge dich doch mal, Snipe. Hä? Ist doch kein Problem. Macht denn Layton Jagd oder was? Nee, der geht spazieren. Ach so, naja, klar. Layton, du müsstest mal was essen. Hör auf, hier spazieren zu gehen. Geh in die Kolonie. Nimm dir was zu essen. Und dann kannst du immer noch hier komische Sachen machen. Im Sinne von dich ausziehen und den Kopf frei bekommen. Das endet zumindest wieder in einer Katharsis. Was jetzt gar nicht so verkehrt ist, weil das ein bisschen den Kopf frei macht, wie gesagt. Und was, der Regen hat einen Kurzschluss verursacht. Ja, das kennen wir schon. Und Lumi ist mal auch gleich verletzt und brennt. Müsste aber hoffentlich gleich ausgehen. Ist ja Regen, ne? Und Lumi ist wahrscheinlich... hat stärkere Schmerzen. Steuerbar. Nein, Lumi ist auch nicht steuerbar. Oder? Doch. Gut, sie muss das Feuer erstmal auskriegen. Wälz dich auf den Boden. Was ist mit Snipe? Alter. Der geht ja mega langsam spazieren, wenn er spazieren geht. Lumi tritt Feuer aus. Das finde ich gut. Schlaf bis vollständig geheilt. Ja. Brandnarben sind auch nicht schön. Ja gut, Snipe ist halt verwirrt, zieht sich aus und macht Quatsch. Genau wie Layton. Der macht das hier unten. Jo. Eieieiei. Behandlung benötigt. Was? Was ist denn hier los? Oh Leute, hört auf euch zu... Och, hört euch zu... Das gibt's doch nicht. Hört auf euch zu prügeln. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt müssen wir den Guten hier retten. Oder ist er tot? Tatsächlich. Gavriel ist tot. Die bringen sich gegenseitig um. Nein. Nein. Eieieiei, Freunde. Das finde ich gar nicht gut. Ganz eine schlechte Idee, Capone. Wer kümmert sich um ihn? Wer wird ihn begraben? Kanni. Hat nicht Lumi mit Gavriel hier mal zusammen geschlafen? Ach du Kacke. Oh Mann, die soll mal... Oh, mein Verlobter Gavriel starb. Es ist ja... Mega Katastrophe, weil die halt alle unglücklich sind. Ich weiß. Freunde, das könnte hier noch den Bach runtergehen. Was ich nicht befürworten würde. Wäre sehr schade, weil, guck mal hier so ein bisschen, ein Rumpfraumschiff gibt es ja bereits. Von daher... Layton. Luxuriös, gemütlich, fühle mich gut. Ja, man muss schon, bevor man Sachen macht, die jetzt total doof sind und die Laune der Kolonisten senkt, sollte man dafür sorgen, dass die Laune der Kolonisten extrem gut ist, ja, damit man so eine Pufferzone hat. Beim nächsten Mal. So, Mispy ist gleich, auch Lumi ist... Lumi ist gesund, aber Lumi ist natürlich fertig, ne? Das hält auch mal eine Weile an. Mein Freund und mein Verlobter gleich noch, minus 30. Zerrissene Kleidung. Wir haben hier irgendwie auch nur zerrissene Kleidung. Mach doch nochmal... Was ist denn zerrissen bei dir?
Schlecht, übel, übel. Meine Hose. Ein Mantel. Wäre nochmal eine Idee, oder? Also mal eine Hose und so ein Shirt. Eine Jacke. Das nehmen wir mal rein, Freunde. Nehmen wir mal rein. Ein bisschen Kleidung. Damit wieder ein bisschen was am Start ist. Kali trägt die Sachen rein. Eieieiei. Ich glaube, wir werden uns hier alle gegenseitig abschlachten. Und im, wenn es ganz schlecht läuft, auch vor Hunger sterben. Wie sieht es denn hier aus? Außerhalb der optimalen, es sind schon wieder 5 Grad nur draußen. Der vulkanische Winter. Nein. Okay, aber wir hätten hier noch ein bisschen was zum Jagen eigentlich, oder? Hier so ein Alpaka. Kann man mal jagen. Das Vieh können wir auch jagen. Mal den hier noch, gucke mal. Eichhörnchen. Und Wildschwein. Wildschwein ist wieder ein bisschen gefährlich, ne? Zu jagen. Ich weiß. Aber wir haben keine Wahl. Noch gefährlicher ist es, zu sterben vor lauter Hunger. Im Zimmer eingeschlossen. Es ist ja schön. In welchem Zimmer? Warum zeigt ihr mir das hier an? So, für Strom wird gesorgt. Hier wird eingepflanzt. Ja, die Pflanzen gehen natürlich auch ein vor lauter Kälte, bevor sie geerntet werden können. Eieiei, wir brauchen dringend mal eine Ernte. Wollen wir doch so ein paar Hydrokulturen einfach mal machen? Ja, können wir ja machen. Können gucken, dass wir hier einen Ventilator durchmachen und das noch mit beheizen. Vielleicht gar nicht so schlecht. Dann machen wir es gleich hier ein bisschen. So. Na, dann können wir auch gleich komplett ausschachten, ja. Und uns dann da ein paar Schieferwände konstruieren. Okay. Wir brauchen für die Hydrokulturen auf jeden Fall auch ein wenig Strom. Hydrokulturen brauchen Strom, also... Was haben wir denn da schon wieder? Schlechte Laune, okay. Ja, den ziehen wir da nochmal irgendwie hoch. Lumi, ja, das glaube ich. Die wird auch nicht mehr lange durchhalten. Das ist ja auch furchtbar. Mann, schlagen die sich gegenseitig den Schädel ein. Alarm in der Kolonie. Gewalt. Und Schläge. So, ein paar Kartoffeln haben wir noch. Ein bisschen Fleisch haben wir noch am Start. Truthahn und Schweinefleisch. Und auch Eichhörnchenfleisch. Hasenfleisch. Ach so. Wir sollten vielleicht mal, warte mal, Details, wir werden mal Fleisch auch erlauben, weil für leckere Mahlzeiten reicht es einfach nicht, aber für einfache Mahlzeiten reicht es hier aus dem Fleisch. Wie viel macht denn der davon? 1 aus 10? Ist ja krass. Das ist ja ein Verbrauch, das ist ja unfassbar. So, ich denke, die müssen sich auch mal wieder anziehen, oder? Wer ist nackt? Hallo, nackte Leute am Start. Verbleibende Arbeit 155. Oder haben die sich hier vielleicht wieder was angezogen? Dann können wir das auch wieder
mal freigeben. Kann ja Capone oder Kali, die können das mal reintragen. Der Layton hier auch irgendwas fallen gelassen. Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Oh, guck mal, hier ist noch eine schöne Ratte. Ja, das ist gut. Die Tierwelt erholt sich langsam. Nur die Lumi-Welt nicht. Ja, ja. Das wird schon. Genau. Hör einfach mal auf, Erin. Wird nix. So, hier wollten wir jetzt noch ein paar Hydrokulturen uns zusammenbasteln. Auch so ein Hydrokulturraum sollte schön sein, oder? So, hier gibt's einen schicken Holzboden. Das wird weggetragen. Und der Boden wird geglättet, oder? So, Hydrokulturen. Wo war denn das nochmal? Ich glaube, unter Production. Jawohl. Zumindest ein so ein Becken. Können wir hier mal reinsetzen. 1, 2, 3. Oh, wir müssen das noch... Ich würde das gerne noch um 1 erweitern zumindest. Falls wir doch mal da noch ein paar Hydrokulturen reinsetzen wollen. Fände ich das keine schlechte Idee, wenn wir das so machen. So. Damit wir die quasi zwei übereinander machen können, so quer, wie wir es jetzt haben. Da haben wir hier einen frei. Genau, da kommt ja noch die Wand hin. So, dann ist das schon ganz okay. Vielleicht machen wir doch noch eins sogar. Dann kann man da noch ein Lämpchen in die Mitte machen. So. Furchtbare Laune, das ist bestimmt Lumi, ne? Ja. So, Strom steht. Ziehen wir da nochmal ein paar Stromkabel. Gucken wir nochmal ganz schnell. So, dann können wir nämlich 2 freilassen. Dann können wir hier einfach so ein frei. Können wir da ein Lämpchen hinmachen? Möbel sind das. Möbel. Eine schöne Stehlampe. Keine rote diesmal bitte. So, gucke mal. Jo. Furchtbare Laune, gleich zweimal, Lumi und Erin. Richtig bitter, Freunde. Habe ich auch nicht mitbekommen, dass die sich geprügelt haben. Irgendwie ist mir das durch die Lappen gegangen. Ah ja, da werden Kartoffeln gepflanzt. Immer? Ist immer Kartoffeln? Ach nein, kann man natürlich noch ändern. Ja, ja. Aber Kartoffeln, wissen wir ja, die wachsen ganz gut. Guck mal hier, 99% gewachsen. Der ganze andere Kram braucht halt eine Weile. Hier. 60% gewachsen, naja. Also Kartoffeln sind schon gut. Sind ein dankbares Gemüse. Ja. Ach du Scheiße.
Geh weg! Hör auf! Lumi! Nein! Eieiei, rasend vor Wut. Lumi, ne? Rasend vor Wut, trägt zerrissene Kleidung. Aha. Dann schmeiß den doch mal weg. Oder? Können wir nicht? Nee, wir können hier, glaube ich, im Moment gar nichts sagen. Nee. Und Gregory soll sich mal schön hinlegen. Nein! Lumi! Kann man nicht hier mit Gregory hier rausgehen und Lumi hier einfach mal einsperren? Ich meine, sie kann rohe Kartoffeln essen, wenn sie will. Jetzt schnell! Geh raus, geh raus, geh raus, geh raus. Jawoll! Na bitte. Aber Adrian sollte da mal auch nicht reingehen, weil die ist ja immer noch, glaube ich, rasend vor Wut. Das bedeutet, wir werden... Also ich bin echt kurz davor, hier einfach mal dicht zu machen, oder? Eieiei. Guck mal, was abge... Nein, 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 nein. Autsch, hat nicht geklappt. Ach Mensch, was hat denn Hofer hier? Der hat ein Messer. Aber das weglegen und Lumi mal ein paar auf den Sack geben, dass sie sich mal beruhigt? Das geht ja so nicht. Das Messer hier ablegen und dann... Geh mal in Kampfmodus und sagen... Und sie soll weggehen. Aber nicht, dass Lumi auch noch stirbt. Wobei. Das wäre im aktuellen Zustand nicht das Schlimmste. Okay. So, Hofer. Hofer ist auch mal richtig fertig. Und Lumi ist auch bewusstlos. Okay. Nun ja. Schauen wir mal, was sich ergibt. Schlechtes Ergebnis. So, oh, Lumis. Lumis nicht in einem dafür vorgesehenen Spezialkrankenbett, aber gut. Wir müssen hier natürlich noch eine Heizung machen, sonst macht das ja alles irgendwie keinen Sinn. Oh, Adrian braucht auch ein Krankenbett. Eieieiei. Und Snipe wird mit den Nahrungsmitteln versuchen, mit den Medikamenten versuchen, die Leute hier zu heilen, wieder aufzupäppeln. So, Gregory ist hoffentlich bald wieder fit. Lumi ist schlecht drauf. Aber sie ist... Im Moment zumindest nicht mehr rasend vor Wut. Auweia, Freunde. Verkackt? Fragezeichen? Man weiß es nicht. Wir werden auf jeden Fall versuchen, das Ganze hier noch irgendwie zu retten. Aber ich habe da ein ungutes Gefühl. Wenn das hier einmal außer Rand und Band ist, dann wird es schwierig. Aber hier, was wäre denn mit der Kryokapsel? Wenn wir Lumi da mal reinschmeißen? Ha? Auch keine verkehrte Idee. Lumi war sowieso unser Skulpturbauer. Beziehungsweise unsere Skulpturbauerin, wenn ich das richtig sehe. Jo. Von daher wäre das eine Option, oder? Dass wir die einfach mal in so eine Kapsel da schon mal reinhauen. Ins Raumschiff. Ja.
Sag mal, was du so dazu meinst, ob das eine Option wäre. Und vor allen Dingen, ob wir dazu Strom bräuchten. Ja, bräuchten wir nämlich, ne? Da müssten wir da auch nochmal natürlich Strom hinlegen. Ist alles nichts. Ja, ziehen wir den hier. Ziehen wir hier durch, oder? Eine Kryokapsel würde mir ja schon reichen. Okay, und dann schauen wir mal, ob das eine Lösung sein kann. Das heißt, sobald sich Lumi vielleicht mal wieder steuern lässt, zack, geht die schon mal in die Kryo-Schlafkapsel. Dann haben wir auch ein paar Kolonisten weniger. Machen wir das schon mal so Step by Step, oder? Ein Versuch wäre es wert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss, dein Lumi.